Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu Super Mario Maker! Auf schwer! Es ist gerade heiß des Todes, also wenn ich irgendwie schwitzig aussehe, dann weil ich schwitze. Ich habe keine Hose an. Wir sind im ersten Level, wie ihr oben sehen könnt. Hard Level von Carlo. Ich habe einen Stern eingesammelt. Das sind die Informationen, die sie benötigen. Ich wünsche ihnen einen schönen Aufenthalt. Okay, den ersten Schlüssel, den habe ich schon mal bekommen. Es sieht aus, als wäre das ein Minigame-Level. I don't fucking know, was hier abgeht. Wahrscheinlich muss ich hier einfach durchlaufen. Oder ich muss da hoch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich gehe einfach mal in die Röhre rein. Ich wurde klein. Ich bin tot. Gehen wir mal in die andere Röhre. Troll. Gehen wir mal nicht in die andere Röhre rein. Gucken wir mal, was... Ja, hier bin ich ja auch tot. Also ich kann da halt überleben, aber... Hard Level, das ist wirklich sehr hart, weil man... Ja. Okay, wenn man diese Knochen trocken tötet, dann bekommt man rein gar nichts. Danke! Danke, Level! Danke! Das hat jede Menge Spaß gemacht, das herauszufinden. Okay, ich würde sagen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen hier in diese Röhre. Hier werden wir automatisch klein. Ich laufe direkt durch. Hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich kann hier in die Röhre rein. Und dann kann ich hier in die P-Switch-Tür rein. Und dann kann ich in diese Röhre rein. Und dann kann ich in diese P-Switch-Tür rein. Dann kann ich in diese Röhre rein. Dann habe ich keinen Schlüssel. Das heißt, ich muss zurück und irgendwo einen Schlüssel finden. Vielleicht hat der Cooper... Ein Schlüssel. Ja, der Cooper hat wirklich einen Schlüssel. Und dann bin ich bei... Ja. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein sehr schönes Level. Hahaha. Gib mir so einen Schlüssel. Gib mir so einen Star. Oh, die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Muss ich in die Röhre oder kann ich hier einfach... Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Aber ich schieße das Level des Todes. Achtung, eine Durchsage, da Ivy das letzte Mal gefragt hat, in welchem Level wir waren, weil es nicht übersichtlich war. Wir sind Level 2, bitte bleiben Sie sitzen und genießen Sie die Cornell Airline. Eventuell muss ich nochmal neu anfangen, eventuell aber auch nicht. Hey, okay. What? Ach so, ich muss auf die... Nice, ja, das ist... Ich bin der beste Spieler der Welt. Wo bin ich hier? Das ist Ziel. Okay, Leute, wir nehmen Anlauf. Okay, und generell kann ich das, denke ich, einfach ein bisschen besser... Ne, kann ich nicht, aber... Ja... Egal, ich bin im Ziel. Au. Progress to unlock the door. Level 3. Okay, eine Münze habe ich. Nice. Hä? Warum sind da Pfeile nach oben? I don't... Was soll das bedeuten? Aber es sieht erstmal relativ easy aus. Die Frage ist, warum ist es ein Level auf schwer? Irgendwo wird ein gemeiner Trick sein. Hä? Die kann ich nicht, die kann ich so nicht töten. Dafür brauche ich, denke ich, eine Feuerblume, oder? Okay, keine Trollblöcke. Davon bin ich jetzt eigentlich ausgegangen. Und jetzt kommt wahrscheinlich einfach das Ziel. So, random. Hey, du musst doch nichts machen. Einfach nach rechts laufen. Okay, hier ist auch... Okay, da ist die Tür. What the fuck? Bestes Level-Design ever. Hab ja noch nie so gutes Level-Design gesehen.
atemberaubend. Ich bin begeistert. Laufen wir mal den ganzen Weg zurück. Wir haben eine Feuerblume. Das bedeutet, wir kommen an die eine Coin ran tatsächlich, so wie ich das geplant habe. Ich glaube, ich kann das Level nicht mehr schaffen. Ach, ärgerlich. Erinnert ihr euch noch, Kinder? Die Feuerblume ist ganz rechts. Das war ein Spaß. Haha. Und der ganze Weg zurück, das war ein Spaß. Haha. Die Frage ist jetzt. Hat der Level-Erbauer mitgedacht oder nicht? Und deswegen laufe ich nochmal den ganzen Weg nach da rechts. Warst du schlau oder warst du dumm? Ja, er wird wahrscheinlich schlau gewesen sein. Okay, P-Switch, grüße dich. Ich nehme dich einfach mal mit. Ne, ich weiß ja nicht, wofür ich das brauche. Nehmen wir es einfach mal mit. Da ist ein Yoshi. Grüß dich, Yoshi. Hier ist eine P-Switch-Tür. Die werde ich wahrscheinlich benötigen, um Yoshi zu bekommen. Man hätte Yoshi natürlich auch einfach da unten mit platzieren können, damit man keinen P-Switch braucht. Aber das wäre ja zu einfach, oder? Da müsste man ja gar keinen P-Switch... Kann ich mit Yoshi da drauf springen? Ja. Ja, super. Wow. Oh mein fucking Gott. Und ich laufe. Ja, so geht's auch. Kann ich die LOL! Okay. Ja, das macht Spaß. Ist ein tolles Level. Danke dafür. Wer auch immer dieses Level gebaut hat, danke dafür. Ich bin begeistert, ja. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ich brauche nur noch eine rote Münze. Es ist gar nicht so lang, ja. Ich habe mich vielleicht auch ein bisschen angestellt. Vielleicht. Aber es ist auch warm, Leute. Es ist auch fucking warm. Okay. Oh, ich bin so dumm. Hoffentlich brauche ich Yoshi. Ich brauche Yoshi... Och nein, bitte nicht, lieber Gott im Himmel, bitte nicht. Und ich laufe. Und Hams! Und das war lecker, das war wundervoll. Warum gibt's da einen Stern? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt muss ich wieder zurück und den ganzen Weg mit dem Schlüssel nochmal laufen, Leute. Unfassbar. Und ich laufe. OMG. Oh. Okay, da könnten wir auch runter. Ich habe halt keine Ahnung, wo der richtige Weg ist. Okay, wir gehen erstmal oben entlang. So, wenn ich hier springe, kann ich da halt einfach drüber. Da ist das Ziel. Muss ich nur in die Röhre? Nee, oder? Das wäre kein hartes Level, oder? Ich denke, wenn ich hier rüber springe, sollte... Ja, ist es halt übereinfach. Okay. Das war auf jeden Fall noch nicht das komplette Level. Und ich bin tot. So, ein bisschen auf die Stacheln aufpassen. Und ist das Ziel? Wow. Und bitte...
Wie geht es denn? Er macht kein Twirl. Es könnte halt sein, dass es hier irgendwo ein Power-Up gibt. Oder man muss halt wirklich instant so einen Dreher machen. Wow, das hat so viel Spaß gemacht. Gib mir yay, Schweinebacke. Secret Dungeon. Hört sich auch schon wieder scheiße an. Wenn ich das so sagen darf. Ja, ich weiß es nicht. Sorry, not sorry, aber... Okay, es sieht gut aus. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Okay. Fahren wir mal mit dieser... Aber was willst du dagegen machen? Wenn das Ding nicht einfach random trifft. So. Was willst du tun? Ja, was? Okay, hallo? Ein, versteckter... Oh, eine Feder. Oh, noch, da geht's ja richtig weit nach oben, Leute. Oh, eine Treppe aus Secret... Wetten, hier ist jetzt der Tod? Wetten? Ich würde lachen. Nicht? Oh. Ich glaube, ich hätte... Oh, nee. Geh da einfach rein. Geh da! Ich habe doch keine Ahnung, wo ich bin. Eine Röhre gefunden. Ich war fast im Ziel. Dann nehmen wir den Stern. Und dann springen wir. Und fliegen einfach Richtung Ziel. Hä? Warte. Oh. Wie komme ich ins Ziel? Bowser, könntest du mich in Ruhe lassen? Bowser? Du bist nicht Godzilla! Alter, du bist nicht Bowser? Wir haben ein Problem hier oben. Ja, das sage ich dir ganz offen, so wie es ist. Ich brauche ja im Grunde nur eine Bombe. Dann habe ich ja gewonnen. Ja. Bowser, lass dir das eine Lehre sein. Leg dich nicht mit Cornelius an, Alter.